beides grundsätzlich geeignet für Kurzsichtigkeiten zwischen 1 und 10 Dioptrien. Dann hängt es natürlich davon ab, wie dick die Hornhaut ist, es hängt davon ab, wie viel Hornhautverkrümmung noch dabei ist. Und dementsprechend muss man wirklich im Vorfeld genau sondieren, ob dieses Verfahren beim Patienten durchführbar ist oder ob ich eben auf ein anderes Verfahren ausweichen muss. Es gibt grundsätzlich eigentlich fast nur noch 2 Lasermethoden, die sich auf dem Weltmarkt durchgesetzt haben. Einmal die Femtolasik, einmal die Relax Smile. Bei der Femtolasik wird mit dem Femtolaser ein oberflächlicher Deckel, ein Flap, präpariert, der dann aufgeklappt wird. Dann wird die Hornhaut mit dem Excimer-Laser, also einem zweiten Laser, entsprechend modelliert. Und dann wird der Deckel wieder zurückgelegt, wie ein Buchdeckel. Bei der Smile ist es etwas komfortabler, insofern als wir nur mit einem Laser arbeiten und mit diesem Laser keinen Deckel, keinen Flap produzieren, sondern in der Hornhaut einen brechkraftändernden Lentikel. Der wird mit 2 Schnitten entsprechend präpariert mit dem Laser und anschließend durch eine kleine Inzision, durch eine Small Incision entsprechend herausgezogen. Der Vorteil von der Smile ist, dass wir keinen Flap haben, dass überhaupt keine Flap-Komplikationen überhaupt passieren können. Wir haben weniger trockene Augen und einfach mehr Stabilität der Hornhautoberfläche. Wenn das Auge sich noch im Wachstum befindet und sich jährlich ändert, in größeren Schritten, dann sollte man so lange warten, bis der Wert stabil ist. Bei manchen ist das mit 18, bei manchen mit 22, bei manchen erst mit 25. Das muss man einfach im Verlauf entsprechend beurteilen und sehen, dass man auch wirklich einen stabilen Refraktionswert hat, den man auch dann endgültig in die Hornhaut einarbeitet. Die häufigsten Fragen sind immer die, ob es weh tut. Das kann man ganz einfach beantworten, es tut nicht weh, schlicht und einfach, weil wir das Auge betäuben, mit oberflächlich betäubenden Tropfen, keine Spritze, keine Narkose, alles sehr einfach und easy. Dazu gibt es dann noch einen Tranquilizer, eine Beruhigungspille am Vorabend, damit der Patient selbst an dem Operationstag sehr relaxed ist und das Ganze sehr geschmeidig über die Bühne geht. Also ich erkläre dem Patienten Schritt für Schritt den Ablauf der Operation, auch während der Operation. Ich führe ihn praktisch Sekunde für Sekunde durch die Operation durch, damit er genau weiß, was passiert. Die Lidspalte wird mit einem Lidhalter aufgehalten. Das heißt, der Patient hat nicht die Möglichkeit, während der Operation die Augen zuzukneifen oder unkontrollierte Bewegungen zu machen.